Auf der gesamten Welt verschwinden tagtäglich Menschen. Überall kommt es dazu, dass Menschen scheinbar aus heiterem Himmel plötzlich verschwunden sind. So als wären sie auf einmal vom Erdboden verschluckt. Das Normale ist jedoch, dass häufiger diese Vermissten wieder gefunden werden. Entweder werden sie lebend an anderen Orten entdeckt, weil sie einfach von zu Hause weggelaufen sind, oder man findet ihre Leichen, weil sie leider Opfer eines schrecklichen Mordfalls wurden. Heute reden wir über eine besondere Art von Vermisstenfällen, und zwar Vermisstenfälle, die bis heute nicht gelöst werden konnten. Wir sprechen über gruselige Vorfälle, wo Menschen auf einmal verschwanden und teilweise nie wieder gesehen wurden. Also, wenn ihr Lust habt, vielleicht von den unterschiedlichsten gruseligen Vermisstenfällen zu hören, dann lehnt euch jetzt zurück und viel Spaß bei diesem Video. Fred Valentik. Viele Menschen verschwinden plötzlich, während sie mit dem Flugzeug unterwegs sind. Dies ist leider eine Gefahr, die immer wieder mit dem Fliegen verbunden ist. Viele stürzen ab und werden dann nie wieder gefunden, doch manche Vorfälle sind gruseliger als andere. So zum Beispiel der Vorfall von Fred Valentik. Er war Pilot gewesen und sollte einen Trainingsflug vom Flughafen in Melbourne aus machen. Sein Ziel war King Island gewesen. Es war eine nicht allzu weite Strecke und eigentlich Routinearbeit. Also machte er sich mit seiner Cessna auf den Weg zum Zielflughafen, nur dass er dort niemals ankam. Zu seinem Start war alles noch relativ normal gewesen, doch mitten beim Flug dann passierten seltsame Dinge. Man könnte nun einfach sagen, dass er vermutlich abstürzte und seine Leiche irgendwo am Meeresgrund jetzt liegt. Doch dieser Vorfall wurde deutlich gruseliger als erwartet. Denn bevor Valentik verschwand, schickte er noch ein Notsignal raus und rief beim nächstgelegenen Flughafen an. Dort schilderte er panisch, dass er von einem anderen seltsamen Flugobjekt verfolgt wird. Dieses Flugobjekt konnte er nicht zuordnen, doch er beschrieb es nicht als ein gewöhnliches Flugzeug. Es war ein seltsames anderes Objekt. Dieses Objekt schien Valentik einige Zeit zu verfolgen, bis dann plötzlich ein gruseliges Krachen ertönte. Dieses Geräusch war ein metallisch klingendes Krachen, so als ob gerade irgendetwas kollidiert wäre, bevor dann das Signal danach komplett abbrach. Von diesem Tag an war Valentik verschwunden. Eine lange Suchaktion fand keinerlei Spuren von ihm oder von seinem Flugzeug. Es wurden auch keine Teile entdeckt. Sie suchten alles ab, machten sich mit Flugzeugen und Schiffen auf die Suche nach ihm, doch nichts konnte entdeckt werden. Einige Theorien gibt es, was hier nun passiert ist. Manche Menschen gehen davon aus, dass ein anderes Kampfflugzeug Valentik verfolgte und ihn dann vom Himmel schoss. Dafür gibt es allerdings keinerlei Belege. Andere Leute vermuten vielmehr, dass Valentik vielleicht wirklich ein undefinierbares Flugobjekt sah, dass er ein UFO am Himmel gesehen hat, das ihm hinterherflog und ihm am Ende auch entführte. Und einige Experten, die sich mit diesem Vorfall beschäftigt hatten, vermuteten, dass Valentik vielleicht verwirrt gewesen ist und nicht bemerkte, dass er die ganze Zeit auf dem Kopf flog. Es hätte sein können, dass er eben auf dem Kopf entlang geflogen ist und kein anderes Flugzeug oder seltsames Flugobjekt gesehen haben soll, was ihm hinterherflog, sondern bloß den Schatten seiner eigenen Maschine, welche auf dem Wasser zu sehen war. Was genau an diesem Tag und mit Valentik passierte, weiß niemand. Man weiß nur, dass er bis heute verschollen bleibt. Die schwangere Frau. Im Jahr 2011 gab es eine Frau, die schwanger war und online nach Freunden suchte, mit denen sie dieses Erlebnis irgendwie teilen konnte, die eine Stütze für sie waren und mit der sie einfach Spaß haben könnte. Und tatsächlich war ihre Suche im Internet erfolgreich und sie fand auf Facebook eine Frau, die ihr eben genau das geboten hatte. Diese Frau hieß Kathy Michelle und die beiden wurden sehr schnell gute Freunde. Sie schrieben viel miteinander, telefonierten und trafen sich sogar häufiger. Doch eines Tages war die schwangere Frau plötzlich verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt, war sie eines Tages nicht mehr auffindbar. Niemand wusste, wo sie sich befand und die Polizei tappte im Dunkeln. Aber eine kurze Zeit galt sie nur als vermisst, denn plötzlich bemerkten Leute die Leiche einer jungen Frau am Straßenrand.
Sie sahen eine Leiche, die aufgeschnitten wurde. Sofort wurde die Polizei zum Tatort gerufen und sie untersuchten den Körper. Es war tatsächlich die verschwundene schwangere Frau gewesen. Was sie dort allerdings sahen, war schrecklich, denn der Bauch der schwangeren Frau wurde aufgetrennt und das Baby wurde aus dem Körper entnommen. Die Freundin, die sie über Facebook gefunden hatte, war die Mörderin und hatte das lebende Kind aus dem Körper der Frau genommen und sogar noch einige weitere Organe. Sie konnte später gestellt werden, als sie mit dem Kind zum Krankenhaus fuhr und so tun wollte, als wäre es ihr eigenes. Sie wurde sofort festgenommen und sitzt lebenslänglich im Gefängnis. Ben Padilla. Manche Menschen verschwinden, weil sie sich still und heimlich aus dem Staub machen. Sie gehen zu Fuß von zu Hause weg, ohne Spuren zu hinterlassen, oder fahren mit dem Auto und verstecken dieses dann irgendwo, um ihre Spuren zu vertuschen. Dies geht auch relativ problemlos, da ein Auto ziemlich klein ist. Doch wie sieht es aus, wenn jemand einfach mit einem Flugzeug verschwindet? Ben Padilla tat exakt dies im Jahr 2003. In diesem Jahr war er, ein gelernter Flugzeugmechaniker und ein neu eingestellter Kollege, in einer Boeing 747 am Arbeiten. Dieses Flugzeug war lange Zeit nicht gut behandelt worden und musste daher relativ viel saniert werden. Die beiden Männer waren nach offiziellen Informationen alleine im Flugzeug gewesen und keiner von beiden hatte eine Ahnung, wie man so ein großes Passagierflugzeug überhaupt fliegen könnte. Der Kollege zum Beispiel hatte überhaupt keinen Flugführerschein und Padilla besaß nur einen privaten für kleinere Maschinen. Informationen, wie man so eine große Maschine bedient, für die eigentlich 3 Piloten gebraucht werden, fehlte komplett. Doch plötzlich, während diese Männer in der Maschine arbeiteten, passierte etwas Seltsames. Das Flugzeug begann sich zu bewegen. Es fuhr in seltsam ungleichmäßigen Mustern hin und her auf dem Flughafen. Der Tower bemerkte dies und versuchte Kontakt zu den Leuten im Inneren zu kriegen, doch ohne Erfolg. Auf mehrere Nachfragen wurde nicht geantwortet. Und dann plötzlich fuhr genau dieses Flugzeug auf die Startbahn, ohne vorher eine Erlaubnis einzuholen. Auch die Lichter des Flugzeugs waren weiterhin ausgeschaltet. Niemand verstand, was genau jetzt los war. Und plötzlich fing das Flugzeug an zu beschleunigen. Vorher ging man davon aus, dass man irgendwie die Bremse deaktiviert hätte oder irgendwas angefasst hätte und deswegen das Flugzeug anfing zu rollen. Doch dieses Flugzeug war gezielt auf die Fahrbahn gefahren worden und beschleunigte nun. Dies war kein Versehen, dies war Absicht gewesen. Das Flugzeug hob daraufhin ab und verschwand einfach. Das Flugzeug flog ohne Kontakt einfach davon und verschwand in den Wolken. Seit 2003 wurde die Boeing 727 nicht mehr wiedergesehen und niemand weiß, wo sie hin verschwunden ist. Bis heute weiß niemand, wieso die beiden Männer mit der Boeing verschwunden sind und woher sie überhaupt wussten, wie man mit dieser Maschine fliegen konnte. Doch eine weitere Sache muss erwähnt werden, denn ein Flugzeug verschwindet nicht einfach. Es kann nicht so einfach versteckt werden, deswegen ist es wahrscheinlich, dass dieses Flugzeug irgendwo über dem Ozean abstürzte, vermutlich weil es nicht genug getankt hatte. Doch so genau weiß das eigentlich niemand. Springfield 3. Bei den Springfield 3 geht es um einen Vorfall von vermissten Personen aus dem Juni 1992. Hierbei geht es genauer gesagt um 3 Freundinnen namens Suzanne Streeter, Stacy McCall und Cheryl Levitt. Die Frauen trafen sich bei Levitt zu Hause, doch verschwanden dort in der einen Nacht auf mysteriöse Weise alle spurlos. Erst am nächsten Morgen, gegen 9 Uhr, als sowohl Freunde und die Mutter von McCall das Haus betraten, merkten sie, dass es nicht abgeschlossen war und etwas nicht stimmte. Die 3 jungen Frauen waren nicht mehr aufzufinden, obwohl sie allesamt verabredet waren. Die Frage war jedoch gewesen, wo genau waren sie? Die Autos standen weiterhin vor dem Haus, keines wurde bewegt und im Inneren lagen alle persönlichen Gegenstände unberührt. Portemonnaies, Handtaschen, selbst die Zigaretten waren dort liegen gelassen worden. Die jungen Frauen wären niemals weggegangen, ohne diese Dinge einzupacken. Daher vermutete man, dass hier ein Verbrechen stattgefunden hatte, dass diese Frauen nicht freiwillig das Haus verließen.
Das Schlimme war nur, es gab keine Anzeichen, dass hier etwas passiert war. Im ganzen Haus gab es keine Fingerabdrücke anderer Personen. Es gab keine Spuren, dass es einen Kampf oder dergleichen gegeben hat und auch Blut war nirgendwo zu finden. Lediglich war draußen eine Gartenleuchte kaputt gewesen und Scherben lagen davor. Außerdem war der Hund, der bei Levitt lebte, aufgeregt, so als hätte ihn irgendetwas verängstigt. Eine weitere merkwürdige Sache war, dass der Fernseher lief, allerdings nur Bildrauschen eingeschaltet gewesen ist. Die Mutter rief, nachdem sie das gesehen hatte, sofort über das Haustelefon die Polizei an, um die drei Frauen als vermisst zu melden. Und danach machte sie vermutlich einen schrecklichen Fehler. Denn sie bemerkte, dass es einen Anruf auf dem Anrufbeantworter gab und sie wollte diese gerne abhören. Die Mutter hörte sie an und beschrieb sie nachträglich der Polizei nur als merkwürdig, aber sie hatte die Nachricht gelöscht. Was genau dort gesagt wurde, weiß bis heute niemand. Polizisten vermuten jedoch, dass es ein Hinweis gewesen ist und die Mutter diesen nur nicht verstand. Bis heute weiß keiner, wo diese jungen Frauen sich aufhalten. Seit knapp 30 Jahren werden sie nun schon vermisst und das ohne das kleinste Anzeichen, wo sie sich befinden könnten. Fast so, als hätten sie sich einfach in Luft aufgelöst. Dennis Martin. Dennis Martin gehört zu den Missing 411-Fällen. Ein Mysterium, bei dem Kinder und Erwachsene spurlos und plötzlich in amerikanischen Nationalparks verschwinden. Bei Dennis war es genauso. Dennis verschwand im Jahr 1969 auf höchst merkwürdige Weise. Sein Vater war mit ihm und anderen Familien campen gewesen, als er sah, dass Dennis sich hinter einem Busch versteckte, um die anderen Kinder zu erschrecken, sobald diese zurückkamen. Doch als die anderen Kinder nur ein paar Minuten später zurückkamen, sprang Dennis nicht aus dem Busch hervor, wie er es geplant hatte. Sein Vater bemerkte, dass Dennis nicht da war und machte sich Sorgen und ging sofort zu dem Busch, wo Dennis sich versteckte. Jedoch war Dennis nicht mehr hinter dem Busch. Er war verschwunden. Sofort suchten die Erwachsenen nach Dennis und sein Vater lief einige Kilometer weit den Weg entlang und rief immer wieder seinen Namen. Doch es gab keine Spuren, wo er sein könnte. Dennis war einfach spurlos verschwunden. Man rief einige Stunden später Park Ranger zur Hilfe und sie suchten alles ab. Doch plötzlich fing es heftig an zu regnen, sodass jegliche Spuren verwischt wurden. Außerdem wurde es plötzlich deutlich kälter und die Temperatur sank auf knapp 10 Grad. Niemand wusste, wo Dennis war, doch so war es schwierig gewesen zu überleben. Das Besondere sind nun die Theorien, was hier passiert ist. Eine Theorie besagt, dass Dennis sich einfach verlaufen hatte. Es wäre aber ungewöhnlich, da die Erwachsenen sehr schnell nach dem Verschwinden bereits die Umgebung abgesucht hatten. Weit weg hätte der Junge nicht kommen dürfen. Die zweite Idee wäre, dass ein Bär oder ein anderes wildes Tier den Jungen getötet und verschleppt hatte und dafür spricht, dass man nur eine Socke und einen Schuh von dem Jungen finden konnte, doch einen Bären hätte man mitbekommen sollen und Anzeichen von Blut gab es keine. Die dritte und gruseligste Theorie ist, dass irgendjemand dort war und sah, dass Dennis sich versteckte. Dass abseits von dieser Familiengruppe irgendeine Person gewesen ist, die ihn beobachtete. Am gleichen Tag gab es nämlich die Meldung einer jungen Frau, dass sie den schrecklichen und schmerzverzerrten Schrei eines Kindes gehört hatte und dann sah, wie ein seltsamer großer Mann davonlief. Vielleicht war dieser Schrei der Schrei von Dennis, der gerade entführt wurde, oder schlimmer. Ein Parkranger sagte damals außerdem noch, dass es in diesem Park wilde Menschen geben soll. Menschen, die sich wie wilde Tiere verhalten und eventuell auch andere Menschen angreifen und töten. Wie ihr merkt, zu diesem Vorfall von Dennis gibt es viele Theorien. Doch wissen tut bis heute keiner, was passierte. Das waren auf jeden Fall die 5 gruseligsten vermissten Fälle. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.